gerade in Bendorf. Hab mir da meine Verpflegung wieder aufgefüllt. Neue Müsli-Riegel gekauft, neue Suppen und Wasser. Und wollte dann wieder zurück auf den Rheinsteig. Hab dann einen Verbindungsweg gesucht, einen gefunden. Und der verlief mitten auf Feldern. Der war so schlecht ausgezeichnet. Ich hab bestimmt den Rheinsteig bestimmt eine Dreiviertelstunde lang gesucht und nicht gefunden. Der hat mich einfach auf irgendeine blöde Wiese geführt. Und ich habe da nirgends was finden können, bis ich dann einen Weg, der nicht gekennzeichnet war, auf den Rheinsteig gefunden. Dann bin ich weiter über die Landstraße L307 gelaufen und jetzt bei der Rheinsteighütte, eine Schutzhütte ist das, an sich sehr schöne Schutzhütte aus Holz, wird wohl auch einigermaßen dicht sein. Ich werde hier heute noch schlafen. Ich habe eigentlich ursprünglich eine Pause gemacht hier, aber wir haben jetzt 6 Uhr schon, 18 Uhr. Und es ist sehr spät. Ich bräuchte noch knapp anderthalb Stunden, so 5-6 Kilometer sind das noch bis nach Wallender. Aber ich wollte ohnehin draußen schlafen heute und nicht im Hotel. Und wer weiß, ob ich in Wallender noch so eine schöne Schutzhütte finde. Aber ich wollte gerade rausgehen nach Wallender, weil ich mich entschieden habe, doch nach Wallender zu laufen. Und da hat es angefangen zu regnen. Ja, dann dachte ich mir, ich war gerade mal 20 Meter weg von der Hütte. Da dachte ich mir, scheißegal, bleibe ich hier, penne ich heute Nacht hier. Die Hütte war sehr zugemüllt gerade. Ich habe die aufgeräumt, die ganzen, da ist ein Mülleimer in der Ecke. Alles flog hier rum. Alles zusammengesammelt, ein bisschen, dass das ein bisschen ordentlich aussieht. Ich könnte einen Handfeger gebrauchen, um alles mal schön zu reinigen. Habe ich leider nicht. Ja. Was soll ich sagen? Ich zeige euch mal die Hütte. Also meine gute Laune ist verflogen. Ne? Hier in der Ecke werde ich wahrscheinlich schlafen, denke ich mal. Das sieht ein bisschen feucht aus. Verdammt dreckig. Ihr seht, der ganze Boden ist zugemüllt. Und hier die Hälfte vom Mülleimer flog hier oben. Habe ich gerade mal aufgeräumt. Hier ist ein Fenster. Hier so ein komischer Tisch. Weiß nicht, sieht aus wie ein Bügeleisen. Bügelbrett meine ich. Wofür der sein soll, weiß ich nicht. Ich werde mir vielleicht das Brett nehmen. Und da drauf legen und den Mülleimer näher ziehen. Mich vielleicht dahin legen zum Schlafen. Ich kann auch hier schlafen. Ja, mal gucken, ne? Hier ist ein kleines Holzkreuz. Warum auch immer. Jetzt hat es gerade aufgehört zu regnen. Aber die Wolken sind noch sehr düster. Ja, und das ist. Jetzt geht es weiter mit dem Regen. Die Rheinsteighütte. Jawohl, ist mir nicht bei dem Gedanken hier zu schlafen, weil irgendwie mein Zelt ist mir doch lieber. Machen wir erstmal eine Suppe und esse was und werde mich dann morgen in aller Frühe wieder melden. Gute Nacht. Lampe ist runtergegangen.
Morgen, ich bin wieder unterwegs. Die Übernachtung in der Hütte war ganz gut, nur ich habe immer denselben Traum gehabt. Schrecklich. Und dann bin ich aufgewacht und wieder eingeschlafen, hatte ich wieder den gleichen Traum. War ein echt nicht schöner Traum. Der hat mich genervt. Aber sonst war die Übernachtung sehr gut. Ich habe mir da was zusammengebaut, dass ich da eine ordentliche Liegefläche hatte. Ja, und jetzt bin ich in Wallender und guck mal, dass ich hier ein kleines Frühstück bekomme am Bäcker. 4-5 Kilometer bin ich schon gelaufen, wir haben 8 Uhr circa. Ja, hat was in der Hütte zu schlafen. Nur man kommt sich, wenn man alleine läuft, sehr einsam vor. Ehrlich, ich hatte gestern, weiß nicht, so Minuten, da dachte ich, Mann, was machst du hier eigentlich? Was machst du hier? Ja? Aber das ist so normal. Westerwald, über deinen Höhen pfeift der Wind so kalt, jedoch der kleinste Sonnenschein dringt tief ins Herz hinein. So, ich bin gleich in Urba und mir ist zum Singen zumute, die Sonne ist wieder da. Ich glaube nicht für lange, aber da hinten kommt schon wieder so ein Wolkenfeld. Aber die Sonne öffnet mir mein Herz und gibt mir Kraft zum Weiterlaufen. Festung, ich komme gleich an eine Festung. Weiß ich nicht. Da kriege ich wahrscheinlich den nächsten Stempel. Ja, wollen wir mal sehen, wie es weiterläuft. Bisher habe ich noch keine große Pause gemacht. Brötchen habe ich und Kaffee unterwegs getrunken. Weil heute würde ich wirklich 30 Kilometer machen, mindestens. Mal gucken, ob ich 40 schaffe. Da ist wieder eine Bank. Werde ich mich nicht draufsetzen. Bin ich jetzt hier richtig? Gute Frage. Wenn ich in die Kamera reinquatsche, dann vertue ich mich auch mal gerne. Nee, ich glaube, ich bin hier falsch. Hier runter. Ja, sie sieht doch schon wie ein Wanderweg aus. Naja, mehr oder weniger. Ja. Schönes Wetter. Blauer Himmel. Aber leider wandere ich immer nur da, wo keine Sonne hinkommt. Naja. Da los ist. Wenn alle da hin wollen, will ich da auch hin. Ne?
So, hier bin ich in der Festung Ehrenstein. Eintrittspreis 5 Euro. Es lohnt sich. Nur habe ich keine Zeit dafür. Ich gehe weiter den Rheinstein. Weiter. Ich habe hier meine Wasservorräte aufgefüllt. Die Toilette musste ich nicht. Hände nochmal gewaschen. Ja, viele Leute hier. Viel Volk. So, endlich wieder frische Rheinluft, die nach Diesel riecht. Ja, ab ins Zentrum würde ich sagen. Ne? Schön hier. Ich glaube, wenn es regnen würde, wäre es doch nicht so schön. Aber bei dem Wetter. So, Mittagspause, Mahlzeit. Ich bin ein gutes Stück hinter Koblenz nun. Gut drauf. Die Sonne scheint ab und zu. Am Schwitzen wie Sau. Wie man sieht, schweißgebadet. Ich freue mich heute Abend auf eine kühle Dusche. Ich werde hier erstmal was essen, meine Füße ein wenig abtrocknen und dann weiter zur Schlucht. Ja. Ja, hier bin ich an der Ruppertsklammer Schutzhütte. Wie ihr seht, ist hier gar nichts los. Ich gehe gleich durch die Ruppertsklamm und möchte noch ungefähr 10 Kilometer laufen bis nach. Moment. Ich kann immer schlecht merken. Braubach, genau. Braubach. Von oben, da ist jetzt die Ruppertsklamm. Runter bis nach Braubach. Ja. Ich gebe mein Bestes.